Servus, Otto Otter hier. Ja Leute, das bin ich vor 4 Jahren in meinem ersten Mountainbike-Video mit einem super schicken Aldi-Trikot. Wie findet ihr das? Heute möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine Zeitreise. Wie wahrscheinlich auch der ein oder andere von euch hat Corona und der Lockdown mich damals aufs Bike gebracht. Aber schnell war mir klar, das hier ist jetzt nicht nur eine Beschäftigung für den Lockdown, sondern irgendwie was ganz Besonderes. Und gerade wer meinen Kanal etwas länger verfolgt, weiß, dass es gerade in den ersten Jahren häufig neue Bikes gab. In diesem Video möchte ich das nochmal Revue passieren lassen, alle meine Bikes nochmal zeigen und auch die Kosten aufzählen, was mich der Sport schon gekostet hat. Oh je, ich glaube, das will ich selbst gar nicht wissen. Das erste Rad, was ihr hier auf dem Kanal sehen könnt, ist ein Cube AMS 120 aus dem Jahr 2014. Das hatte ich damals zu Beginn der Pandemie für 600 Euro gekauft. Das Rad war ein Voll-29er und eher tourenmäßig ausgelegt, aber ich hatte damals den Spaß meines Lebens auf diesem Rad, denn ich bin gerade erst in dieses tolle Hobby reingekommen. Und bereits 6 Wochen später gab es mit meinem geliebten Giant Trans SX Advanced, auch aus dem Jahre 2014, schon ein neues Rad. Der Grund damals war übrigens, dass ich mir bei dem Cube das Schaltwerk abgerissen hatte und keine Werkstatt und kein Händler neue Teile hatte und mir hier astronomische Wartezeiten von bis zu einem halben Jahr prophezeit wurden und so lange wollte ich einfach nicht warten, also gab es zwangsläufig ein neues Rad. Mit 160 mm an der Front und 140 am Heck und damals 27,5 Zoll war dieses Rad einfach eine super verspielte Spaßkiste und wahrscheinlich das Rad, was ich heute am meisten vermisse. Mit diesem Rad hatte ich einfach das Allermeiste gelernt. Ich habe meine ersten Sprünge gemacht, ich war das erste Mal in den Bergen und ich habe Freunde kennengelernt auf diesem Rad, die bis heute geblieben sind. Gekauft hatte ich das Rad gebraucht für 1500 Euro. Als dann Ende des Jahres und Anfang 21 die Interesse immer mehr Richtung Enduro und größere Drops und Sprünge gingen, war mir klar, ein Enduro-Bike muss her. Nur war 2021 das allerschlimmste Jahr, um sich ein Fahrrad zu kaufen. Alles war super teuer, alles war super knapp, man konnte nichts probefahren und musste einfach nehmen, was man kriegt. Mit einem Budget von 3000 Euro habe ich mir dann das Radon Swoop gekauft. Und leider muss ich hier sagen, das war mit Abstand das schlechteste Fahrrad, das ich je hatte. Anfangs war ich sehr begeistert vom Fahrverhalten des Rads und es ließ sich auch gut fahren, aber bereits nach kurzer Zeit kamen immer mehr technische Probleme. Der Lack am Hinterbau wurde nur durch das Reiben des Schuhs beim Treten komplett abgerieben. Der Dämpfer musste nach jeder Fahrt angezogen werden, weil er sich immer wieder gelockert hat. Und bereits nach 6 Wochen hatte der Hinterbau Probleme und ein Spiel von 1 Zentimeter. Radon hat mir darauf nur geschrieben, ja, das ist ein Problem mit den Lagern, das ist Verschleiß. Nach 6 Wochen. Dennoch hatte ich natürlich auf dem Bike eine gute Zeit, denn beim Biken hat man immer eine gute Zeit. Ich war das erste Mal in Nauders und in Sölden, wobei ich gerade in Nauders gemerkt habe, dass der wackelige Hinterbau mir immer mehr Probleme bereitet. Jedoch hat mir mein nächstes Rad keine Probleme bereitet, sondern nur jede Menge Spaß und ein Dauergrinsen, denn es war mein erstes E-Bike. Das gute alte Specki von 2018, das Canyon Spectral On Aluminium. Und Leute, jeden, der hier in die E-Bike-Welt will und vielleicht nur ein kleines Budget hat, dem kann ich empfehlen, schaut euch nach so einer gebrauchten Kiste um, die kriegt ihr mittlerweile für einen richtig kleinen Taler und die machen immer noch sehr viel Spaß. Da könnt ihr euch für wenig Geld noch einen zweiten Akku holen und dann habt ihr den ganzen Tag Trail-Spaß und ein Rad, was nur knapp über 22 Kilo wiegt. Das Rad hatte ich damals auch schon für einen guten Preis bekommen, nämlich für 2500 Euro. Das Specki hatte ich aber gar nicht allzu lange, denn unser Arbeitgeber hatte Jobrad angekündigt und ich habe mir dann ein Raymond Trail Ray geholt. Das Rad war sehr schwer, aber lag sehr satt auf dem Trail und hatte ein sehr potentes Fahrwerk. Es ließ sich im Großen und Ganzen wirklich gut fahren. Leider ist mir auch hier nach kurzer Zeit der Rahmen gebrochen, was aber ein Garantiefall war. Nur konnte Raymond damals den Rahmen nicht nachliefern und ich durfte mir, weil es ein Leasingrad war, ein anderes Modell im Laden aussuchen. Und da ich das Rad also umtauschen konnte, wird auch hier der Preis nicht gezählt.
Im Sommer war es dann soweit, dass ich das Swoop losgeworden bin und habe mir das Rocky Mountain Instinct geholt. Dieses Rad war gar nicht so krass Enduro, sondern eher All Mountain. Ich hatte in der Zwischenzeit ein Fable entwickelt für Räder, die sich verspielt fahren lassen, aber trotzdem noch ein bisschen Federweg bieten. So war das Instinct damals das passende Rad für mich und ich hatte wirklich eine gute Zeit damit. Ich war in Saalbach, mein erstes Mal Finale Ligure und auch im Greenhill Bike Park und viele mehr. Bezahlt hatte ich für das Rocky Mountain Instinct gebraucht 3000 Euro. Dann im Dezember 21 war es soweit, mein E-Bike wurde geliefert und an meinem Geburtstag bekam ich mein Orbea Wild FS. Der Preis mit den Upgrades belief sich auf 7000 Euro. Das Krasse ist, ich fand die Farbe von Anfang an hässlich, aber es war einfach das Einzige, was lieferbar war. Auf jede andere Farbe hätte ich müssen bis zu einem Jahr warten in dieser Zeit. Ich muss euch ehrlich sagen, das Teil hätte pink sein können, ich hätte es genommen. Abgesehen davon war es aber ein super Rad und ließ sich wirklich fantastisch fahren und ich hatte wirklich eine gute Zeit damit. Nach 1,5 Jahren hatte ich diverse technische Probleme mit dem Rad und die Lager mussten neu gemacht werden. Danach ging aber wieder alles gut. Und dann ist mir der Rahmen gebrochen. Im Juni 2022 gab es ein Testevent von Orbea und ich konnte das Orbea Rayon Test fahren. Und von diesem Zeitpunkt an war mir dann klar, dieses Rad muss ich haben, was dann auch kurze Zeit später im September passiert ist. Es gab ein Orbea Rayon M-Team, mein absolutes Traumbike. Den New Bike Day hatte ich damals am Erbeskopf gefeiert und war direkt absolut begeistert. Im Gegensatz zu der Mullet-Konfiguration des Testbikes habe ich mich aber für ein Volt29er entschieden, aus dem Grund, weil ich es einfach mag, wenn das Tretlager etwas höher ist. Der New Bike Day lief dann auch so semi-gut. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ihr kauft euch für 6.500 Euro euer Traumbike, nur um euch dann am ersten Tag komplett aufs Maul zu legen. Zum Glück ist dem Rad nichts passiert, ja mir halt auch nicht, denn eine Woche später ging es auch schon damit nach Nauders und es war einfach so, so geil. 1,5 Jahre später bin ich auch immer noch super zufrieden damit und ich glaube im Punkto Enduro Bikes wird es hier auch so schnell nichts Neues mehr geben. Ganz anders sah es dann aber bei dem Thema E-Bikes aus, denn nach dem Rahmenbruch von meinem Wild dauerte es einfach unfassbar lang, bis das Ersatzteil geliefert wurde und der Motor hatte dann auch noch einen Schaden. Nach 4 Monaten war meine Geduld am Ende und ich hatte mir ein neues E-Bike bestellt, zuerst ein Santa Cruz Heckler. Während ich auf das Bike wartete, konnte ich aber ein Orbea Wild von einem Kollegen testfahren und war direkt begeistert. Hinzu kamen noch Wheelsports mit einem super Deal um die Ecke, ich hatte das Heckler wieder abbestellt und mir dann für 6000 Euro das Orbea Wild M10 geholt. Mit Zep Ultimate Upgrade und Shimano XT Bremsen sind wir dann bei 7000 Euro. Ja, und was soll ich sagen? Was mit dem Wild passiert ist, wisst ihr ja mittlerweile alle. Ob dazu noch ein Video kommen wird, kann ich euch immer noch nicht sagen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ja, und das waren alle meine Mountainbikes. Ich hatte auch noch ein Gravelbike für 1000 Euro, einen Dirtjump für 500 Euro und ein BMX für 750 Euro. Und ein Orbea Alma für 1400 Euro. Welche alle ziemlich schnell wieder verkauft wurden. So habe ich also insgesamt 34.750 Euro für Fahrräder ausgegeben. Hinzu kommen nochmal für Schutzausrüstung, Sprit, Reisen und sonstiges Zubehör wie Fahrradträger schätze ich mal grob nochmal 20.000 Euro. So sind wir also bei ca. 50.000. Natürlich wurden die alten Räder auch immer wieder weiterverkauft, also kann man zumindest von der Summe der Fahrräder nochmal gute 60-70% abziehen. Falls jetzt irgendjemand hier denkt, das wäre durch YouTube finanziert, kann ich euch nur sagen, ich wünschte es wäre so. Die YouTube-Einnahmen reichen gerade mal, um vielleicht mal die Kosten für eine neue Kamera zu decken oder sonstige Anschaffungen, aber das Bike-Hobby läuft nochmal in einer ganz anderen Liga.
Bereuen tue ich keins dieser Anschaffungen, denn ich hatte einfach die schönste Zeit meines Lebens in den letzten 4 Jahren. Nur wünsche ich mir, ich hätte damals schon das Wissen gehabt von heute. So hätte ich vielleicht den ein oder anderen unnötigen Kauf vermeiden können. So Leute, das Ende der Zeitreise ist erreicht. Mich würde an dieser Stelle mal interessieren, was habt ihr denn schon so für den Sport ausgegeben? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Bis dahin, ciao.